Willkommen zum zweiten Teil der Vorlesung. Im zweiten Teil der Vorlesung soll es darum gehen, wie eine Zeitplanung in einem Projekt passiert, wie wir generell Projekte planen und wie man sozusagen diese Zeitpläne grafisch visualisieren kann. Wir werden uns hier Gantt-Diagramme und Netzpläne angucken und am Ende versuchen herauszufinden, wann Gantt-Diagramme und Netzpläne sinnvoll sind. Zunächst wollen wir mit einem Zitat starten von Antoine Saint-Exupéry. A goal without a plan is just a wish. Antoine ist ein Schriftsteller und Pilot gewesen im letzten Jahrhundert. Und dieses Zitat wird ihm zugeschrieben, was etwas philosophisch wirkt, allerdings durchaus Motivationscharakter für uns haben soll. Wir wollen hier nicht träumen von Softwareprojekten, sondern wir wollen Softwareprojekte erfolgreich durchführen. Und was dafür eben notwendig ist, ist, dass wir Zeitpläne erstellen, dass wir uns an diese Zeitpläne halten, dass wir die auch wieder aktualisieren, wenn nötig. Aber dass wir sozusagen ohne Pläne, ohne Zeitpläne unser Ziel nicht erreichen können. Da kommen wir zur Projektplanung. Projektplanung findet an drei verschiedenen Stadien statt in der Projektentwicklung, die wir unterscheiden wollen, nämlich einerseits bei der Antragstellung. Das heißt, es gibt eine Ausschreibung, zum Beispiel vom Bund oder den Ländern, wo man sich darauf bewerben kann als Softwarefirma, aber auch von anderen Firmen, die etwas ausschreiben. Und diese Ausschreibung, die will man eben gewinnen als Softwarefirma unter Umständen. Was man sich da für Fragen stellen muss, ist, habe ich eigentlich genug Ressourcen? Ja, also ein kleines Startup mit 3 Leuten, kann ich irgendwas entwickeln, wofür man 100 Leute braucht? Und was sollte sozusagen mein Preis sein, den ich vorschlage, den ich ins Angebot schreibe? Das Schwierige bei dieser Planung ist, dass man typischerweise noch nicht alle Anforderungen kennt. Ja, also im Allgemeinen hat man zu diesem Zeitpunkt höchstens die Nutzeranforderungen, noch nicht die Systemanforderungen. Das heißt, es wird ein Stück weit, diese Planung, die wird ein Stück weit spekulativ sein. Man muss gewisse Annahmen treffen, um überhaupt erstmal einen Preisvorschlag machen zu können. Das geht natürlich vor allem dann mit entsprechender Erfahrung, indem man Projekte davor geleitet hat und indem sich die Projekte auch wieder ausgleichen. Es wird sicherlich auch mal ein Minusgeschäft geben und dann wieder Geschäfte, wo man mehr Gewinn erwirtschaftet. Was sind jetzt Einflussfaktoren für den Preis? Der Preis einer Software reguliert sich nicht einfach nur darüber, was ich für Kosten habe für die Softwareentwickler, die Softwareingenieure, sondern natürlich habe ich auch die Manager, ich habe sozusagen die Tester, ich habe eine ganze Reihe von Personal, was ich einstellen muss, wo sozusagen aber alles mit reinfällt. Ja, also da sind auch die Kosten, um überhaupt erstmal das Personal zu bekommen und ähnliches mit eingerechnet, dass die einen Arbeitsplatz brauchen und ähnliches. Dann gibt es gewisse Hardware- und Softwarekosten. Also wir haben vielleicht irgendwelche Hardware, die Maintenance braucht. Wir müssen Hardware vielleicht anschaffen und Software, die wir irgendwo verwenden, für die müssen wir vielleicht auch Support bezahlen. Dann gibt es Kosten, die dadurch entstehen, dass die Mitarbeiter natürlich auch geschult werden müssen, dass man irgendwie Reisen hat. Und bei den Reisen ist meist nicht der Hauptpunkt, diese Reise eigentlich zu bezahlen, insbesondere mit den günstigen Flugpreisen und Bahnpreisen, die es sozusagen gibt, sondern vor allem die Reisezeit, die viel mehr reinschlägt. Ein guter Entwickler kostet eben viel mehr pro Stunde, als es kostet, den pro Stunde in ein Flugzeug zu setzen. Was jetzt passiert mit all diesen Kosten, die muss man natürlich aufaddieren. Und dann ist man immer noch nicht beim Preis der Software, weil was dafür natürlich irgendwie noch draufkommen muss, ist das, was wir an Gewinn erzielen wollen. Und zusätzlich zu diesem Gewinn gibt es also noch einen gewissen Puffer, den man einplant, wo man sagt, wenn jetzt was schief geht, plane ich dafür 30-50% mehr Kosten ein. Das kann extra Aufwand sein, weil man den Entwicklungsaufwand unterschätzt hat, weil es Änderungen an den Anforderungen gibt, die man vorher nicht berücksichtigt hatte. Und da gibt es sozusagen eine ganze Reihe von Sachen, aber und über den Daumen gepeilt, dass ihr da mal so eine Zahl gehört habt, sagt man da im Management, dass man so 30-50% Kosten aufschlägt. Es gibt aber noch 2 weitere Phasen, wo wir mit der Projektplanung zu tun haben, nämlich wenn das Projekt eigentlich beginnt. Bevor wir, wenn wir ein Angebot machen, dann gibt es noch nicht so einen detaillierten Projektplan, dass man jetzt sofort loslegen kann, sondern wenn ein Projekt startet, dann muss ich überlegen, welche Personen werden eigentlich darauf arbeiten,
wie unterteile ich das jetzt in kleine Inkremente, die einzeln entwickelt werden, und was ist mit meiner Schätzung, die ich vorher hatte, wo muss ich meine Schätzung nochmal anpassen, entsprechend der neuen Gegebenheiten, entsprechend der detaillierteren Planung. Allerdings sind wir dann nicht fertig mit der Planung. Die Planung endet tatsächlich erst, wenn wir am Ende dieses Projekts angekommen sind. Während der ganzen Projektausführung muss man eben diesen Plan wieder aktualisieren. Es gibt neue Einsichten, was vielleicht länger dauert. Es gibt neue Einsichten, dass Sachen vielleicht doch irgendwie intern aufwendiger sind, dass man vielleicht die Hardware nochmal tauschen muss oder ähnliches. Und wir lernen natürlich immer mehr über die Software und deren Anforderungen, allerdings auch immer mehr über das Team und die Erfahrungen, die das Team mitbringt für dieses Projekt und wie gut sozusagen das Ganze funktioniert und die Entwicklung funktioniert, ob wir vielleicht auch im Team nochmal was tauschen müssen oder Schulungen brauchen. Und was wir allerdings sehen können, ist, dass diese Schätzungen während des Projekts immer genauer werden. Also das sind die drei Phasen, wo wir Projektplanung betreiben. Ja, wenn wir Kosten abschätzen für eine Software, dann ist das aus zwei Sichten manchmal überraschend. Einerseits, wenn man vielleicht mitten im Projekt feststellt, dass bestimmte Sachen irgendwie doch teurer waren. Andererseits auch für den Kunden, weil zwei Sachen, die eigentlich sehr ähnlich klingen, wie ob das Foto in einem Park aufgenommen wurde oder ob das Foto ein Bild enthält, klingen erstmal relativ ähnlich, aber es macht eben durchaus einen Unterschied im Aufwand vom Faktor von 1000 oder ähnliches. Ja, zumindest im Zeitpunkt, als dieser XKCD entstanden ist. Heute braucht man vielleicht kein Forschungsteam mehr und 5 Jahre Entwicklung für eben genau diese Aufgabe. Aber es zeigt, es illustriert eben, dass es durchaus nicht ganz einfach ist, Kosten abzuschätzen und auch durchaus etwas unintuitiv ist aus Kundensicht. Wir wollen jetzt zu den Techniken der Planung kommen und erstmal zu den Gantt-Charts. Die Gantt-Charts, die kennt ihr vielleicht auch schon. Die werden nicht nur für die Softwareentwicklung benutzt, sondern generell im Projektmanagement. Der Name, die werden zugeschrieben Henry Gantt, der im vorletzten und letzten Jahrhundert gelebt hat. Tatsächlich gibt es so verschiedene Derivate, die sich um diese Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts da entwickelt wurden. Das heißt nicht unbedingt nur von Gantt, aber eben nach Gantt benannt. Im Wesentlichen ist es ein Balkendiagramm, wo wir auf der X-Achse die Zeit haben, die voranschreitende Zeit, und auf der Y-Achse gewisse Aktivitäten. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von optionalen Sachen, die wir da drin haben können. Das sind quasi Erweiterungen von eigentlichen Gantt-Diagrammen, wo wir prozentual vielleicht sehen, wie weit sind Aktivitäten schon fortgeschritten und schon erledigt, was ist das aktuelle Datum, beziehungsweise das Datum am Zeitpunkt, wo man eben diese Übersicht erstellt. Dann haben wir vielleicht Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben, auch die können wir da drin darstellen durch eine Erweiterung. Und was man ebenfalls machen kann, ist den kritischen Pfad einzeichnen. Wir kommen zum Thema kritischen Pfad gleich noch ein bisschen detaillierter bei den Netzplänen. Allerdings hier sei schon mal gesagt, der kritische Pfad umfasst eben die Teile dieser Aufgaben, Aktivitäten, bei denen, wenn wir da eine Verspätung bekommen, dann müssen wir davon ausgehen, dass sich das gesamte Projekt verzögert. Das heißt, der kritische Pfad ist da durchaus wichtig zu sehen und deswegen kann man den hier in diesem Diagramm eben auch hervorheben. Das war jetzt alles relativ trocken. Wir gucken uns das Ganze an einem Beispiel an. Das ist ein bisschen abstrakteres Beispiel. Was wir hier sehen, ist die X-Achse mit ihren Wochen. Die Wochen fangen jetzt einfach mal bei der Woche 1 an. Natürlich kommt es darauf an, wann das Projekt tatsächlich startet, welche Wochen da stehen. Wir sehen auch so einen kleinen Zeitsprung zwischen Woche 10 und 21, weil da vielleicht was ausgeblendet wurde. Wir haben gewisse Aktivitäten, Aufgaben. Wir sehen auch, dass die nochmal ein bisschen gruppiert sind in Ober- und Unteraufgaben, die sich irgendwie nochmal feiner unterteilen. Und wir sehen eben diese Balken. Wir sehen auch, dass es eben da teilweise dran steht, zu wie viel Prozent diese Aufgaben schon erfüllt sind, diese Aktivitäten. Zum Beispiel 57% die übergeordnete Aufgabe oder eben 75% die Aktivität A. Wir sehen hier mit
heute gekennzeichnete Linie, natürlich würde man da jetzt in Diagramm niemals heute reinschreiben, weil das heute sozusagen nach ein paar Stunden nicht mehr aktuell ist. Aber man könnte da jetzt ein Datum reinschreiben, wann sozusagen dieser Stand aktuell war. Und man kann damit relativ nett sehen, sozusagen, welche Aktivitäten vielleicht hinter dem Zeitplan hängen und welche vielleicht sogar schon weit genug fortgeschritten sind. Und dann sehen wir, es gibt drei Arten von Abhängigkeiten hier. Beginn zu Beginn, das heißt, wenn das andere begonnen wird, kann ich mit dem auch beginnen. B kann begonnen werden, wenn A begonnen wurde. Wir haben Finish to Start, das heißt, B muss abgeschlossen sein, bevor ich mit C anfangen kann. Und wir haben eine Finish-to-Finish-Abhängigkeit, das heißt, D ist erst abgeschlossen, wenn C auch abgeschlossen ist. Diese Abhängigkeiten können wir da eintragen und dann können wir in diesen Abhängigkeiten, meistens hat man Finish-to-Start-Abhängigkeiten, das sind so die üblichsten, dann kann man in denen gucken, wo gibt es jetzt eigentlich den kritischen Pfad, wo kann ich mir wirklich keine Verzögerungen erlauben, ohne dass das Projekt aus dem Zeitrahmen fällt. Das soll es gewesen sein zu den Gantt-Diagramm. Wir kommen jetzt zu Netzplänen. Das ist eine alternative Darstellung. Netzpläne im Englischen Network Diagram. Es gibt auch einen Begriff Per-Charts. Das ist sozusagen eine Technik, die man anwenden kann auf Netzplänen und deswegen da dieser Name. Prinzipiell ist ein Netzplan ein gerichteter azyklischer Graph. Das heißt, wir haben da Knoten. Knoten repräsentieren bestimmte Aufgaben. Und die Kanten, gerichteten Kanten, die repräsentieren, welche Abhängigkeiten es gibt. Das heißt, was wir da im Wesentlichen haben können, sind diese Finish-to-Start-Dependencies, die wir eben in den Gantt-Charts schon gesehen haben. Jetzt gibt es eine Methode, und die werde ich gleich anhand von Grafiken und anhand von einem Beispiel erläutern. Gegeben das Startdatum von Projekt und der Laufzeit oder des Aufwandes, den ich sozusagen erwarte für jede Aktivität, kann ich mir überlegen, wann eine Aktivität frühestens starten und beendet werden kann mit einer sogenannten Vorwärtsrechnung. Dann gibt es eine Rückwärtsrechnung, mit der kann ich rauskriegen, wann der späteste Start- und Endzeitpunkt für jede Aktivität ist. Und dann kann ich aus diesen beiden Werten in einem dritten Schritt ausrechnen, was habe ich eigentlich für Pufferzeiten, welche dieser Aktivitäten kann ich um wie viel nach hinten schieben. Das gucken wir uns jetzt an einem Beispiel an. Und wir werden es auch so iterativ sozusagen aufbauen. Der eine oder andere von euch muss noch eine Bachelorarbeit schreiben, vielleicht müssen auch manche nur noch eine Masterarbeit schreiben. Bei einer solchen Arbeit ist eine Zeitplanung natürlich genauso sinnvoll. Bei so einer Arbeit ist immer so, dass man am Anfang das Gefühl hat, ich habe noch ganz viel Zeit und dann vertrödelt man die Zeit am Anfang und am Ende muss man irgendwie in 2 Wochen die ganze Arbeit schreiben. Das ist ein natürlicher Vorgang, aber dem kann man entgegenwirken, indem man sich klar vor Augen führt, es sind jetzt beispielsweise 12 Wochen, wie teile ich diese 12 Wochen ein? Dafür braucht man zunächst eine Abschätzung, wie aufwendig welcher Teil ist. Und ich habe mich jetzt hier mal hauptsächlich auf das Schreiben der Arbeit fokussiert. Da sind jetzt keine Messungen oder Ähnliches separat berücksichtigt, um es ein bisschen einfach zu halten. Das heißt, wir sagen, wir brauchen vielleicht 1 Woche, um eine Einleitung zu schreiben, 3 Wochen für die Grundlagen. Das sind also Sachen, die ich irgendwie voraussetze, aber die vielleicht nicht alle Informatiker wissen. Dann gibt es das eigentliche Konzept, das heißt, ich überlege mir ja vielleicht irgendwas Neues oder ich gucke mir die Literatur an und stelle Sachen zusammen. Dann gibt es häufig eine Evaluierung, das heißt, ich implementiere was von dem Konzept und ich messe dann, ob ich jetzt 10% schneller bin oder ob ich jetzt überhaupt eine Verbesserung messen kann. Dafür nochmal 4 Wochen und 1 Woche, um den Abschluss der Arbeit zu schreiben, also die Zusammenfassung und vielleicht zukünftige Arbeiten. Anhand dieser Zahlen, das ist sozusagen das eine, was wir auch noch brauchen, sind Abhängigkeiten dazwischen. Und hier habe ich jetzt mal so hypothetisch nach meinen Erfahrungswerten hingeschrieben, welche Abhängigkeiten man typischerweise hat. Die Einleitung brauche ich noch nicht für die Grundlagen, allerdings braucht man häufigerweise eben für das Konzept die Grundlagen, für die Evaluierung das Konzept und für die Zusammenfassung braucht man die Ergebnisse der Arbeit und die Einleitung. Jetzt haben wir diese grafischen Boxen, das sind eben immer diese 7 Felder. In einem Feld steht drin, was der Titel dieser Aufgabe ist und in einem Feld, das sehen wir jetzt hier oben drüber in der Mitte, steht eben, wie lang in Wochen in dem Fall sozusagen eine Aufgabe braucht. Jetzt fangen wir an mit der Vorwärtsrechnung. Wir nehmen mal an, der Einfachheit halber, wir fangen in der Woche 0 an. Und dann können wir jetzt ausrechnen mit der Vorwärtsrechnung, wann ist dann jede Aktivität frühestens beendet. Ja? Das heißt, wenn ich in Woche 0 anfange, brauche 3 Wochen, bin ich in Woche 3
mit dem Grundlagenkapitel. Und genauso können wir weitermachen mit Konzept, Evaluierung. Und ihr seht, dass zwischen Grundlagen und Konzept, da übernimmt man eben die Zahl, die größte Zahl von diesen Vorgängern. Und deswegen sehen wir eben bei der Zusammenfassung, dass wir da tatsächlich nicht die 1 bekommen vom Ende der Einleitung bei dem frühesten Start, sondern dass wir da die 11 bekommen von der Evaluierung. Soweit so gut, das wäre sozusagen der optimistischste Plan für jede dieser Aufgaben. Und jetzt wollen wir noch den pessimistischsten. Also was ist der späteste Beginn- und Endtermin? Und das machen wir über eine Rückwärtsrechnung. Das heißt, wir gucken uns an, wann muss dann die Arbeit spätestens abgegeben werden. Da sagen wir jetzt mal in Woche 12. Und wir rechnen jetzt zurück und sehen, naja, die Zusammenfassung dauert eine Woche, also muss ich auch spätestens in Woche 11 damit anfangen. Wir sehen hier eine große Diskrepanz bei der Einleitung, ja, weil wir die eben ganz am Anfang schreiben können, aber auch fast am Ende. Und so können wir das auch zurückrechnen für die anderen Kapitel. Was wir jetzt ausrechnen können im dritten Schritt ist eben, wie viel Puffer habe ich eigentlich? Und wir sehen hier, dass es die meisten Dinge eigentlich in diesem hypothetischen Beispiel eben ohne Puffer sind, wohingegen ich bei der Einleitung irgendwie einen Puffer von 10 Wochen habe. Das heißt, ich habe relativ viel Freiraum, wann ich eben diese Einleitung schreibe. Jetzt können wir den kritischen Pfad erkennen, nämlich der kritische Pfad geht jetzt über alle diese Knoten, die Aktivitäten, die eben eine Pufferzeit von 0 haben. Und dieser kritische Pfad bedeutet eben jetzt, jede Verzögerung in einer dieser Aufgaben verzögert eben das komplette Projekt. Und kann natürlich zu einer Nichtabgabe führen oder dass man eben den Plan adjustieren muss und sagen muss, dann habe ich für die Evaluierung eben vielleicht nur noch 3 Wochen Zeit. Gut, jetzt können wir das vergleichen. Das sind 2 Modellierungstechniken für Zeitpläne. Die Gantt-Charts erstmal sind eine sehr weit verbreitete und bekannte Technik, ja, die auch abseits von der Informatik sehr viel eingesetzt wird. Es gibt viele Werkzeuge dafür. Und was die Gantt-Charts daneben sozusagen besonders gut können, ist den Zeitplan oder das Zeitmanagement sozusagen zu visualisieren. Insbesondere mit den Erweiterungen sehen wir halt auch sehr gut, wie weit vorangeschritten gewisse Teile sind. Das können wir in einem Netzplan so einfach nicht erkennen. Im Gegensatz dazu der Netzplan, wo wir ganz klar visualisiert die Abhängigkeiten haben. Das sind nicht mal irgendwo Pfeile so mittendrin, sondern das sind wirklich ganz explizite Abhängigkeiten. Das ist sozusagen das primäre Ziel von diesen Netzplänen. Und dann können wir den Begriff möchte ich hier nochmal erwähnen, die Metapotentialmethode anwenden. Ja, das ist das Vorwärtsrechnen, Rückwärtsrechnen und die Puffer und den kritischen Pfad ausrechnen. Das können wir eben mit dieser Technik sehr gut machen. Und wir kriegen damit eben diese Puffer entsprechend auch raus und wissen sozusagen aus Management-Sicht, wie kritisch ist dann, dass ich diesen Zeitplan jetzt genau einhalte oder ist es vielleicht möglich, dass ich hier für eine bestimmte Aktivität eine Verzögerung akzeptieren kann. Gut, das heißt, es kommt ein bisschen auf den Anwendungsfall an, was man einsetzt und in den meisten Fällen nutzt man in der Praxis eben Gantt-Charts. Die werden euch noch öfter begegnen. Gut, in diesem Teil ging es also um Projektplanung, um Zeitpläne mit Gantt-Charts und mit Netzplänen und wir haben auch das Thema Preisung, Softwarepreisung so ein bisschen angesprochen. Das heißt, wie komme ich eigentlich zu dem Preis für die Software? Das sind alles Managementaufgaben. Ihr könnt das Ganze nachlesen im Kapitel 23 von Ian Somervilles Buch oder eben zu den Projektphasen in dem Buch von Ludewig und Lichter. Auch hier gibt es wieder was praktisch zu machen und ihr werdet in eurem Studium nicht umherkommen, irgendwann mal Gantt-Chart zu erstellen. Sei es für das Software-Grundprojekt, sei es aber auch, euer Betreuer verlangt das vielleicht, einen Zeitplan zu erstellen für eure Bachelor- oder Masterarbeit. Und hier an der Stelle würde ich euch einladen, jetzt einfach mal Werkzeuge auszuprobieren, euch da auch gegenseitig vielleicht ein bisschen auszutauschen, wie gut ihr mit dem Werkzeug klarkommt und euren Zeitplan dann in Moodle reinzustellen, mit den anderen zu teilen. Und im Idealfall haben wir dann eben eine Reihe von Beispielen, in denen man sieht, dass allein das Planen von so einer Bachelorarbeit eben sehr unterschiedlich aussehen kann, vielleicht auch in Abhängigkeit davon, was man sich so vornimmt und welche Art von Bachelorarbeit man anstrebt. Viel Spaß mit der Aufgabe und wir sehen uns gleich wieder.